Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein monatliches Full-Face-Beauty-Boxen für dich, was ich jetzt so seit Januar gestartet habe und das ist jetzt das zweite Video. Yay! Aber gut, ich finde das super interessant, wenn ich aus den ganzen Beauty-Boxen einfach die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte sammle und sie dann einfach in einem Video zusammen euch vorstelle und in Anwendung zeige. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und falls du keine weiteren Videos aus dieser Serie verpassen möchtest, kannst du ja gerne schon mal hier unten abonnieren. Das vergessen nämlich die meisten tatsächlich und es würde mich mega freuen. Dann wärst du auch Teil dieser kleinen, aber feinen Community und ja, dann können wir uns immer wieder regelmäßig austauschen, uns gegenseitig Tipps geben. Denn dass ich überhaupt Make-up-Skills oder sowas entwickelt habe, liegt daran, dass ich von Anfang an mir das ganze Feedback echt zu Herzen genommen habe, was mir gegeben wurde und mich immer weiterentwickelt habe, muss man wirklich sagen. So, ich habe allerhand Produkte, das habe ich mir hier auf meinem Zettelchen auch aufgeschrieben, die ich tatsächlich in den ganzen Beautyboxen drin habe oder drin hatte im Februar. Es waren auch die ein oder andere Specialbox mit dabei und das erste seht ihr auch schon direkt auf meinen Fingern. Und zwar sind das ein Nagellack und ein Topcoat. Wer normalerweise meine Nägel kennt, weiß, dass ich eigentlich jeden Finger so in einer anderen Farbe habe. Eigentlich habe ich halt richtig kunterbunte Fingernägel. Aber um es halt hier wirklich mal zu demonstrieren, habe ich mir eben komplett die Nägel lackiert. Ich halte es nochmal hin. Ich finde, dass der jetzt nicht so mega, also für meine Verhältnisse, ne, mega außergewöhnlich ist oder so. Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass du so einen Rosenholzton hast und dann noch so goldene und silberne Schimmer-Glitzer-Pigmente. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe es auch nur in einer einzigen Schicht drauf unter meinem Mikrozell-Unterlag bla. Und darüber habe ich mir dann einen Topcoat gegeben. Der Nagellack, den ich verwendet habe, ist hier von Manhattan der Super Gel Nail Polish in der Farbe 002 Make a Wish. Genau, und da muss ich mal eben auf meinen Spickzettel schauen, aus welcher Box der jetzt war. Aus der Glossy Box Dahlia Limited Edition. Ja, also wie gesagt, ne, ist ein schöner Nagellack, der durchaus für mich alltagstauglich tragbar ist. Wäre jetzt aber keiner gewesen, den ich mir im Laden gekauft hätte. Nö, also der wird bleiben, ne? Aber ich werde ihn nicht solo tragen. Ich werde ihn kombinieren mit anderen Farben, um das Ganze ein bisschen poppiger zu haben, weil mir das ein bisschen zu langweilig ist. Mir fehlt da so ein bisschen die Variation. In der, ich glaube, Elektra Beauty Box hatten wir diesen Topcoat drin von Sally Hansen, genau. Und zwar der Nail Shine Miracle Topcoat. Ich habe schon einige Topcoats ausprobiert. Ne? Ich hatte welche von Essence, ich hatte welche von Essie. Den hier finde ich so im Auftrag schwierig, weil du hier ein winzig kleines Pinselchen hast. Das ist super, super klein. Also man muss sehr viel Liebe und Zeit investieren, um sich die Nägel damit zu lackieren. Das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen wird der auch tatsächlich weiter wandern. Ne? Also der wird nicht bei mir bleiben. Da mochte ich, also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich den aufbewahre und dann umfülle, wenn einer von meinen anderen Topcoats leer ist. Ist aber auch irgendwie Banane, oder? Naja, deswegen, der wird nicht bei mir bleiben. Ja. Ist aber jetzt so an und für sich, wenn ich mir auch so den Glanz auf meinen Nägeln angucke. Ne? Das macht ja dieses künstliche Nägel-Feeling oder Gel-Nägel-Feeling. Gott, ich habe echt keine guten, gepflegten Fingernägel. Das ignorieren wir einfach mal. Dafür ist Topcoat gut, aber der hebt sich jetzt nicht besonders von irgendeinem anderen Topcoat ab, den ich so bislang getestet habe. So, ich habe zwei verschiedene Primer gehabt. Einmal in der Look Fantastic Valentinstags-Edition von 111 Skin. Harley St. London. Rose Gold Radiance Booster. Boom! 20 ml sind in diesem Produkt enthalten. Und den werde ich, ich denke mal, auf einer Gesichtshälfte auftragen. Und auf der anderen, den hatte ich meines Wissens nach in der Look Fantastic Beauty Box von Ila Maska, dieser Primer Veil Bla Beyond Veil. Genau, Skin Glazing, nee, Skin Glowing Gel. Dieses Make-up wird wahrscheinlich ultra glowy werden, Leute. Da müssen wir uns jetzt alle drauf einstellen, weil ich habe super viele Highlighter und glowy Skin-Bla-Geschichten hier drin und so, ne? Schon krass. Okay, das ist so eine Pudding-Konsistenz. Oder diese Putty-Primer-Konsistenz-Geschichte, ne? Huch, bin einmal reingedippt und schon ist ein Loch drin. Ja, das war dann wahrscheinlich, nur die Oberfläche hier. Das bum, bum, bum. Ja, man könnte seine Freude damit haben. Den trage ich jetzt auf der einen Gesichtshälfte auf.
Okay, wenn ich das eindrücke, ist viel weniger Produkt drin, als man erst vermuten würde. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viel man dann davon nimmt. Riecht ein bisschen wie diese, kennt ihr von damals noch diese Flabberdinger, die man kaufen konnte, im Kick zum Beispiel? So riecht das. Das ließ sich jetzt recht schnell und einfach verteilen und ich finde, dass meine Haut jetzt einfach speckig aussieht. Also das ist jetzt einfach nur ein Glanz, der auf meiner Haut drauf ist. Ich habe jetzt auch keinen groben Glitzer oder so an meinen Fingern dran. Es glänzt einfach, ne? Jo, mache hier das Deckelchen wieder drauf. Den kann ich auf jeden Fall verwenden und ja, ne? Mal gucken, was der auch nachher für eine Strahlkraft in die Foundation geben wird. Ist aber ganz nice, doch. So, jetzt kommen wir zu dem aus der Sondereditionsbox von Look Fantastic. Der sieht super edel aus und ich glaube, der war auch ziemlich teuer. Kommt in einer Pipette daher, die so schön rosé-gold ist. Oh ja, das sieht schön aus. So richtig rosa und super flüssig. So, okay. Ist das vielleicht auch so eine Art Hautpflege mit dabei? Weiß ich nicht. Ja, du kannst es auch einfach mit deinem Moisturizer verbinden, also mit deiner ganz normalen Creme. Aber ich mache das jetzt wirklich als Primer drauf. Ah, das ist so richtig dieser typische, man macht es direkt aufs Gesicht, Move soll man ja eigentlich nicht, weil wegen Kontamination und so ein Kram. Ihr habt alle recht. Der riecht angenehm nach ganz dezenter, zurückhaltender Rose. Auch der hat wohl so ein bisschen goldenen Schimmer mit drin. Aber es glänzt nicht so extrem auf der Haut, finde ich. Also das ist eher zurückhaltender, ne? Das ist nicht so speckiger Glow, sondern subtiler Glow-Gedöns. Und die Haut fühlt sich deutlich weicher an als mit diesem Primer. Hier ist es so, dass die Finger so stocken, wenn sie drüber gehen. Und hier ist es richtig weich, samtig. Das ist deutlich angenehmer. Aber liegt auch ein kleiner Preisunterschied zwischen den beiden, ne? Eine wirkliche Foundation aus einer Beautybox habe ich hier nicht, aber ich habe hier eine aus einem Adventskalender. Das ist das Nude and Moist Make-up von Belle Hypoallergenic. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht nur eine einzige Farbnuance hatte. Hier steht nämlich nichts drauf. Das gebe ich mir jetzt auf jeden Fall auf mein Gesicht. Und das kommt, sieht eigentlich aus wie ein Concealer, ist aber eine Foundation. Und ja, das trage ich mir jetzt einfach komplett auf mein Gesicht auf. So. Dann nehme ich mir einen Stippling Brush und den hatte ich auch mal in einer Beautybox mit drin von Luxie. Also in einer Beautybox oder in einem Adventskalender, das weiß ich nicht, weil ich habe hier zwei Pinselbehälter mit Pinseln, die ich in Adventskalendern oder in Beautyboxen drin hatte. Ist der Stippling Brush Small Duo Fiber 524. Damit verteile ich die Geschichte jetzt erstmal im Gesicht. Und dann arbeite ich das Ganze mit dem Schwämmchen von Lovia mit Maxime Giacomo in mein Gesicht ein. Das hat jetzt soweit so gut funktioniert. Man sieht schon einen Unterschied. Hier ist es mehr, dass du ne, diesen Glow mehr durchsiehst als auf dieser Seite. Aber auch auf dieser Seite sieht man einen Glow. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ne? Genau. Und dann stelle ich den eben kurz zur Seite. Auch ein Concealer hatten wir jetzt so nicht mit drin. Da habe ich jetzt von Fenty Beauty aus der My Little Box ein in der Farbe 120. Das ist dieser hier. Ich habe natürlich alle Produkte, die ich hier zeige, auch unten in der Infobox verlinkt. Und schaut mal, die Sonne kommt raus. Aber ich muss gleich trotzdem das Rollo runter machen, weil es euch nerven wird. Jo, jetzt habe ich den Concealer auch eingearbeitet. Das ist ein schöner Concealer, ne? Der hat eine angenehme Deckkraft in meinen Augen und auch an meinen Augen. Ich mag den, doch. In der Barbara-Box hatten wir einen Lippenprimer von Alverde mit drin mit Aloe Vera. Und da ich nachher einen Liquid Lipstick verwenden werde, bietet es sich auf jeden Fall an, dass ich jetzt schon mal ein bisschen Lippenprimer drauf mache. Das ist halt wie eine Lippenpflege zu sehen, ne? Kommt in so einem Hochdruckvieh. Ich gehe dann meistens mit meinem Finger einfach entlang. Ich mag das nicht, das so auf die Lippen zu gehen. Und dann gehe ich das über meine Lippen drüber. Ich muss gleich schauen, ob ich im Laufe der Zeit noch ein bisschen was nachlegen möchte. So fühlt er sich einfach an wie ein bisschen Lippenpflege mit sehr wenig Pflegeeffekt, um ehrlich zu sein. Als nächstes habe ich hier zwei cremige Highlighter. Einmal aus der My Little Box, den My Little Beauty Glorious Days Highlighter. Das ist dieser hier. Macht der dafür Geräusche? Was träumst du?
Was gibt's da gerade zu essen bei dir? Unglaublich. Okay. Ja, der ist halt ähnlich wie die von Milk, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Das sind diese Stick-Highlighter. Ja, er hat schwer. Und jetzt habe ich ja hier diesen Stippling-Brush, den mache ich eben kurz grob am Handtuch neben mir sauber. Ne? Und dann gehe ich da so ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, nimmt der genug Produkt auf? Das müssen wir mal gucken. Der nimmt einfach gar nichts auf, ne? Muss ich mit dem Finger machen? Ja, ist ein sehr, sehr trockenes Produkt. Sehr, sehr trocken, oh mein Gott. Muss man doll drüber gehen. Ich will ja schon Highlight haben. Den mache ich mir hier auf diese Seite. Oh, den kannst du schon fast als Blushleiter nehmen, ne? Weil der schon so ein bisschen einen Rosé-Stich mit drin hat. Gebt ihr euch eigentlich so cremigen oder flüssigen Highlighter über oder unter euer Puder? Ich mache das ja immer so von den Texturen abhängig, ne? Ich arbeite mich von Textur zu Textur, deswegen ist heute auch alles ein bisschen anders von der Reihenfolge her. Sehen wir, weil gleich als nächstes der Lidschatten schon tatsächlich drankommt. Ja, deswegen gebe ich mir solche cremigen und flüssigen Texturen dann auf die Foundation und darüber kommt dann das Puder. Natürlich riskiert man dadurch, dass du auch quasi Produkt abträgst, ne? Beziehungsweise abdeckst. Deswegen baue ich das meistens dann immer ein bisschen intensiver auf, damit es noch durchscheint nachher durch die Pudergeschichte. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich das über das Puder mache, habe ich immer Angst, dass mir das ganze Kram wegkrümelt. Gerade bei so einem Produkt, wenn ich das so über einem Puder auftragen würde, das würde nicht funktionieren. Klar, ich könnte es ja mal mit euch zusammen testen. Mache ich vielleicht gleich auch nochmal. Aber wir schauen mal, wie ich das jetzt erstmal so hinkriege. Ja, so hat es auf jeden Fall einen schönen Effekt. Ne? Das ist sehr natürlich, sehr nass, sehr gesund. Und wenn ich das so ausblende und auch so ein bisschen weiter runterziehe, dass es quasi nicht nur hier an dieser höchsten Stelle als Highlighter dient, sondern auch noch ein bisschen tiefer, so als Blush, ist es auch in Ordnung. Ich finde aber, dass das Produkt sehr, sehr hart ist. Und ich würde jetzt nicht empfehlen, so mit dem Stick drüber zu gehen, weil da nimmt man sich ja die Foundation ab. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ja, schwierig. Hat übrigens von der Farbe ja ziemlich was von dem Nagellack. Okay, dann hatte ich jetzt von Ila Maska noch diesen Highlighter und der befand sich in der Look Fantastic Valentinstagsbox. Das ist dieser hier. In der Look Fantastic Valentinstagsbox hatten wir ganz schön viel dekorative Kosmetik drin, das fand ich nice. 15 ml sind hier drin, das ist ewig und 3 Tage, ne, hast du daran zu spielen. Beyond Liquid Highlighter in der Farbe OMG. Den OMG habe ich tatsächlich auch als Puder Highlighter und den hatte ich, glaube ich, mal in einem Look Fantastic Strumpf drin. Genau, das ist diese super interessante Geschichte. Ich gebe mir das auf meinen Handrücken. So viel werde ich im Leben nicht brauchen. Du könntest dir das auch als über deinem Primer und unter der Foundation geben, wenn du ganz wild drauf bist. Genau, aber so wild sind wir ja alle nicht. Ich habe hier auch ein paar Pinsel liegen. Die nehme ich aber gleich tatsächlich für den Augenlook. Ich überlege nur gerade. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, wenn ich auch wieder den Stippling Brush hier verwende. Mache ich auch wieder etwas sauber. Dann tippe ich hier vorsichtig rein. Oder ich blende es quasi auf meinem Handrücken aus. Wow, auf dem Handrücken sieht das geil aus, ne? Kann ich auch schon fast gleich noch mitverwenden, falls mir der Lidschatten gleich zu dunkel ist. Dann tupfe ich mir das so auf meine Haut. Wow. Der ist intensiv, aber richtig metallisch. OMG ist der schön, ne? Der ist mega. Den mag ich richtig, richtig gerne. Boah. Bin ja eigentlich kein Fan von diesen ganzen Cremeprodukten und so, ne? Das finde ich jetzt gerade richtig schön, weil auch die Farbe gut passt, ne? Die ist mir nicht zu hell und nicht zu dunkel und sehr schön metallisch. Das ist Hammer. Okay, ich tupfe das auch mal so auf die Nasenspitze. Man findet mich jetzt offiziell im Dunkeln wieder. Und auch so ein bisschen, damit arbeitet man natürlich etwas grobmotorischer, ne? Wenn du so einen fetten Pinsel hast und nicht so einen dezenten Highlighter-Pinsel. Aber was soll der Falschgeiz? Ach Gottchen, ist das schön. Hammer, oder? Also den mag ich definitiv lieber als den von der My Little Box. Auch wie bereits angekündigt, gehen wir jetzt zu dem nächsten cremigen Produkt. Und das ist ein Lidschatten, der war in der Look Fantastic Box drin. Und zwar von Aieko, der Galactic Lid Gloss Cream Eyeshadow in der Farbe Zodiac. Das ist so ein Kupfer
Und den gebe ich mir jetzt auf, weil ich ja mich ja von Textur zu Textur arbeite. Und wir sind ja noch bei den cremigen Texturen. Deswegen wird er jetzt verwendet. Ich gebe mir, ja, ich habe jetzt hier so ein Riesending von dem Highlighter, aber den gebe ich mir so ein bisschen daneben, weil ich mir den dann vom Handrücken aufnehmen möchte. Der sieht schon cool aus, ne? Sowas kann man sich theoretisch über den Lidschatten tupfen oder als Lidschattenbase oder wie auch immer. Ich glaube, wenn ich mir sowas als über den Puderlidschatten geben würde, dann würde das bei mir in die Lidfalte rutschen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen versuche ich den jetzt auf meinem Lid einfach mal ein bisschen auszublenden und hoffe, dass es gut aussieht. In der Goodiebox hatten wir übrigens diesen wundervollen Duo-Pinsel von Nire. Da werde ich diese Seite jetzt gleich verwenden, um das Produkt aufzutragen. Oder diese Seite, man weiß es nicht. Es sind, ne, richtig praktische Geschichten hier dran. Das gefällt mir. Die flache Seite, damit trage ich das dann erstmal auf mein Lid. Ist ja auch super angesagt, wenn man diese Mono-Looks schminkt. Der passt halt auch voll zu meinem Nagellack. Ich raste aus, ne? Heute passt da irgendwie alles zusammen. Gut, die Farbe kommt jetzt von dem groben Glitzer, der da mit bei ist. Sieht ein bisschen aus, als würde ich an meinem Lid schwitzen, wenn ich ehrlich sein darf. Sieht äußerst merkwürdig aus, oder? Mal gucken. Ich lasse das Ganze jetzt mal antrocknen. Es wird irgendwie auch ziemlich warm jetzt auf meinem Auge. Fühlt sich etwas merkwürdig an. Gut, andere Seite. Ich hoffe jetzt, dass es irgendwie halbwegs antrocknet, weil ansonsten habe ich ein kleines Problem, weil ich habe Schlupflider. Wenn ich die aufmache, dann verkrümelt sich das in der Lidfalte und man sieht es auch, es wird halt hochgezogen, ne? Ich verblende es mal so ein bisschen. Mal gucken, ob das hilft. Ich glaube, ich gebe mir innen noch ein bisschen was von dem Liquid Highlighter auf, weil ansonsten sieht es echt merkwürdig aus. Und richtig trocknen will das auch noch nicht so richtig. Das krümelt hier so ein bisschen ab. Das ist ja auch meiner Meinung nach jetzt ein bisschen unsinnig, ne? Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich komme noch näher ran. Also das trocknet halt richtig in so Schüppchen. Und die tragen sich halt super schnell ab. Das finde ich eigentlich total unsinnig dann, ne? Weil das kannst du dann ja nur tragen, wenn du irgendwie mega perfekte Augen oder sowas hast, die halt nicht mit Schlupflid sind, die nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwo dran reiben. Aber man sieht hier zum Beispiel auch schon wieder ein Glitzerstück. Oh, ne, sowas mache ich nicht. Das mache ich ja nicht so gerne leiden, ne? Naja, um das jetzt wieder doch ein bisschen tragbarer hinzukriegen, mache ich mir hier von Ila Maska noch ein bisschen was von dem Beyond Liquid Highlighter drüber. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass mir das gleich irgendwie in die Augen reinkommt. Das wäre ja auch ziemlich unpraktisch. Eiskalt einfach drüber legen, weil ich den viel schöner finde, ne? Ich weiß nicht, ob man das so machen kann und ob das gleich auch vernünftig antrocknet. Jetzt tupfe ich den so ein bisschen mit dem Finger drüber, damit sich das etwas besser verbindet. Das sieht halt auch echt sehr, sehr metallisch und nass aus. Aber ich finde, dass es deutlich schöner aussieht, als wenn ich das nur so tragen würde. Was meint ihr? Vielleicht wird sich danach, also später, auch noch ein bisschen Bronzer dazu gesellen oder so. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das so gleich im Laufe der Zeit entwickelt. Aber mit Highlighter, also mit diesem Liquid Highlighter, finde ich das ein bisschen schöner. Denn ich mag diesen Lidschatten einfach überhaupt nicht, wie man merkt. Trocknen lassen und ich gebe mir jetzt, weil ich ja alle flüssigen, cremigen Texturen aufgetragen habe, ein bisschen Fixing Spray drüber. Da habe ich, irgendwo hatten wir das auch in der Special Edition mal mit drin, von Pixi, das Glow Mist mit Propolis und Arganöl. Das ist dieses hier. Dadurch kann man nochmal bewirken, dass alles sich ein bisschen besser verbindet, auch mit der Haut, ne? Das ist auch immer sehr, sehr wichtig.
Ich wage stark zu bezweifeln, dass meine Augen heute noch irgendwann trocknen werden, aber da bin ich auch irgendwie selber mit bei. So, ich hatte in einer meiner allerersten Glossy-Boxen das Manakadar-Puder drin, das ist das HD Perfecting Powder. Da habe ich schon richtig viele von leer gemacht und auch hier habe ich schon ein Hit the Pan drin, weil ich von der lieben Marion immer wieder mit diesen Produkten versorgt werde, was ich sehr cool finde. Und hier habe ich aus einer Goodie-Box den Radiant Blush Brush von Mireille. Den verwende ich gerne für alles, weil ich ihn richtig gut finde. Und jetzt werde ich einmal mein Gesicht abpudern. Ich mache jetzt etwas, was eigentlich total verrückt ist und ich weiß nicht, ob das cool ist, aber ich werde jetzt den Creme-Lidschatten mit diesem Puder setten. Mal gucken, ob ich das irgendwie gebacken kriege. Also wirklich den Pinsel hier aufladen. Dann tupfe ich das da mal drüber, damit mir das halt nicht noch weiter rumkrümelt und rumflattert, weil das nervt mich gerade kolossal. Das sieht total aus wie ein Unfall, oder? Mega. Ich glaube, das wäre ganz cool gewesen, wenn ich mir vorher so ein Glitterglue drauf gemacht hätte. Mist, da habe ich doch mittlerweile einen. Egal, ich hab's vergessen. Da müssen wir jetzt mit leben. Naja. In einer Glossybox hatten wir mal den Hashtag Give Them Lala Beauty Ibiza Bronzer. Der war in einer wunderschönen Pappverpackung, ich glaube in der Aloha-Edition von der Glossybox. Aber die Pappverpackung bewahre ich ja nicht auf. Der hat auch so einen richtig krassen Glow mit dabei. Da nehme ich mir jetzt einen großen Fluffel von Niri. Dipp da dreimal rein und gebe mir den auf mein Gesicht. Und der ist recht rötlich. Das heißt recht rötlich. Das ist, Hilfe. Als hättest du Blush, Bronzer und Highlighter in einem Produkt, würde ich jetzt fast schon dazu sagen, ne? Ja, ich sehe jetzt so ein bisschen aus, weiß ich nicht, als hätte ich mir da einen dunklen Blush als Bronzerersatz aufgegeben, würde ich jetzt so sagen. Das gefällt mir nicht. Nee, also nee. Nee, nee. Ich möchte ihn aber trotzdem auf meine Augenlider packen. Ja, warum eigentlich nicht? Weil da hunzt mir doch eh gerade rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. Pack den jetzt einfach irgendwie da dran, Leute. Das muss hier irgendwie was werden. Ich möchte ja mit den Gegebenheiten, die ich habe, arbeiten. Das heißt, dann nehme ich jetzt diesen Bronzer, Blush, Highlighter, was auch immer das für ein Produkt ist. Und dieser Skin Glazer, der krümelt mir hier runter. Wie sonst was. Ja, den gebe ich mir schön in meine Lidfalte. Und aus der Elektra-Box habe ich diesen Lily X Pinsel. Das ist so ein abgeschrägter. Damit gebe ich mir den Ton auch noch an meinen unteren Wimpernkranz. Als Notfalllösung, ne, kann man das machen. Mache ich ja tatsächlich auch ganz gerne, dass ich mir Bronzer und Highlighter einfach als Lidschatten aufgebe, ne? Naja, einen Blush habe ich hier auch noch und zwar von Alverde aus der Barbara Box den Rouge and Highlighter in der Farbe 20 Setting Sun. Und der sieht jetzt wirklich für einen Blush sehr, sehr hell aus. Es wird ein sehr interessanter Look heute werden. Okay, den Blushpinsel nehme ich mir dafür, den ich ja eben schon als Puderpinsel verwendet habe. Den kann ich mir aber auch gut in meinem Augenlook gleich vorstellen, muss ich sagen. Und den gebe ich mir hier auf meine Wangen. Ja, man sieht den kaum, ne? Der hat halt mehr was von einem Highlighter als von einem Blush. Ja. Aber er macht einen Glow, er macht frische Haut. Oh, Leute. Oh. Setzt sich hier auch richtig schön gerade in die Poren rein, betont das Ganze. Das muss nicht sein. Das mache ich hier, das war ein Reim, wow. Das mache ich hier mal eben kurz ein bisschen weg. Aber er passt tatsächlich zum Bronzer. Das ist ulkig. Okay, der kommt jetzt auch nochmal auf die Augen, weil, ne, das ist jetzt der allgemeine, wir möchten ihn retten Look. Das funktioniert sicherlich besser mit dem Finger. Machbar. Ich kann mich nicht ernst nehmen. Okay, ja, einen Blendepinsel habe ich ja auch noch. Der ist von Fräulein B. Der Blender Brush, ich glaube, der war in der Pinkbox mit drin, oder? Ja, der war in der Pinkbox mit drin. Von Fräulein B. habe ich auch mittlerweile schon eine signifikante Pinselsammlung und die mag ich richtig gerne. Und den verwende ich auch nochmal, um hier meinen Bronzer in der Lidfalte etwas schöner zu verblenden, weil ich den ja eben mit einem etwas groben Pinsel aufgegeben habe. So, auch am unteren Wimpernkranz noch ein bisschen verblenden.
Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da hatte ich jetzt von der Blissim Box, in der Blissim Box von Fenty Beauty by Rihanna den Brow MVP. Das ist ein Augenbrauenstift. Den habe ich in der Farbe irgendwas mit Braun. Ash Brown, passt perfekt. Hoffe ich. Also ich hätte ihn mir wahrscheinlich auch in der Farbe Ash Brown gekauft. So, das ist dieses Stiftchen. Also man wundert sich, was man teilweise auch in den Boxen mit drin hat. Ne? Eine schöne, feine Mine. Dieses Bürstchen am Ende finde ich spektakulär. Also da, ja, mal gucken. Und ja, das ist der Stift. Ja, kann was werden. Freue ich mich drauf. Probieren wir mal aus. Ich kann mich mit diesem, ja, mit diesem Bronzer und so, ich kann mich damit gerade leider nicht ganz so ernst nehmen. Ich versuche jetzt auch wirklich mit diesem Bürstchen das Ganze zu bearbeiten. Also erstmal die Augenbrauen durchbürsten und dann das Produkt auftragen. Sehr leichte Farbabgabe. Was gut ist, ne? Weil sonst wäre das wahrscheinlich für mich auch schnell zu heftig. Aber die Farbe passt haargenau im wahrsten Sinne des Wortes zu meinen Augenbrauenhaaren. Das ist cool. Aber diesen Spoolie, den kann ich ja nicht ernst nehmen, ne? Ist nicht so schlimm, denn ich habe aus einem Produkt, was wir gleich haben werden, hier auch schon so einen Spoolie. Den kann ich ja schon mal verwenden. Machbar. Schöne Geschichte. Mag ich gerne leiden, ne? Schön aschig. Ja, mag ich. Also das ist definitiv eine Augenbrauenfarbe, die zu mir passt, die mir steht, die ich mag und wo ich den, wo ich das Produkt auch gerne mag. Abgesehen jetzt von diesem nicht ernstzunehmenden Wischer. Keine Ahnung, aber das bleibt definitiv bei mir in der Sammlung. Ja, in der Glossy Box Dahlia Limited Edition hatten wir Browly Soap Booster in der Farbe Transparent. Das ist dieser hier. Und das ist halt ein Augenbrauen-Wachs. Gel, eine Seife, das soll die Augenbrauen fixieren. Das finde ich irgendwie nett. Man soll das ein bisschen anfeuchten. Ich nehme dafür einfach hier dieses Glow Mist von Pixi, ne? Irgendwie so. Aber dann feuchtet man doch auch den Spiegel an. Ich mache den mal eben hier mit meinem Oberteil trocken. Und dann nimmt man sich diesen Spoolie. Geht mit dem Spoolie. Jetzt habe ich es in meinen Mund gekriegt. Entschuldigung. Oh, was ist das für ein Video? Okay, dann lade ich hier diesen Spoolie ein bisschen auf. Dann gehe ich damit durch die Augenbrauenhärchen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur Fixing Spray drauf habe, sondern auch das Seifenprodukt. Ich gehe da mal ein bisschen intensiver durch. Ich habe Seife drauf, sehr gut. Muss man nur aufpassen mit solchen Sachen, ne? Dass du dir das Augenbrauenprodukt, was du vorher aufgegeben hast, nicht auch noch rausbürstest. Hui. Das ist aber krasses Zeug, ey. Guck mal. Kann ich voll so hochkämmen. Hallo, geht wieder runter. Boah, das ist ein hartes Produkt, Leute. Also passt damit auf. Ich hab da oben, glaube ich, ein bisschen viel drin. Ah! Das ist schon krasses Zeug, muss ich sagen, ne? Also das fixiert richtig, richtig gut die Augenbrauen. Wow. Wow. Ich bin ja bislang nie mit diesen Augenbrauen-Seifen klargekommen. Aber das ist echt geiles Zeug. Sieht jetzt ein bisschen klatschig aus, aber ich mag's. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, weil ich jetzt hier natürlich ein paar Löcher in meiner Augenbraue habe, weil ich da ein bisschen zu doll drüber gegangen bin. Aber das ist schon ein cooles Produkt. Das muss man wahrscheinlich jetzt immer so ein bisschen dann trocken tupfen, weil ich das jetzt ja mit Fixing Spray eingedingst habe hier. Aber das mag ich. Das wird mir ewig halten und wird jetzt ausprobiert demnächst ein paar Mal öfter. Finde ich cool. Um euch mal zu demonstrieren, dass Ayeko durchaus auch coole Produkte haben kann, hier ist mein allerliebster Lieblings-Eyeliner, der Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash. Den hatte ich auch mal in der Beautybox drin. Ein paar Mal öfter sogar schon. Der ist richtig geil. Der hat eine Kugel zum Schütteln drin. Und der ist ein bisschen wie der Kat Von D Tattoo Liner von der Spitze her, weil das so Pinselchen sind tatsächlich. Das ist ein richtig, richtig, richtig toller Eyeliner. Den mag ich auf jeden Fall richtig gerne. Jetzt kommen wir zur Mascara. Da habe ich hier zwei verschiedene tatsächlich.
In klein, in der Look Fantastic Valentinstagsbox hatten wir von Too Faced die Better Than Sex Mascara. Das ist diese hier. Das ist so dieses typische Kunsthaarbürstchen, vorne dick, hinten dick, in der Mitte schmaler zusammengehend. Ich liebe diese Mascara, die ist richtig klasse. Wurde ja von vielen, vielen, vielen anderen auch schon imitiert oder genauso versucht herzustellen. In der Glossy Box hatten wir von Manakada Beauty die Step 3 Perfect Flutter Mascara Jet Black. Das ist diese hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese Stinke-Mascara war. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Weil wir hatten mal eine von Manakada drin, die so furchtbar gestunken hat. Und die schaut so aus. Ah, die stinkt schon so ein bisschen nach Plastik. Weiß ich nicht. Das ist ein Gummibürstchen. Vorne dick, hinten dick, in der Mitte sehr, sehr eng zusammengehend. Aber das ist sehr extrem, wie das aussieht, ne? Das sieht schon fast makaber aus. Ja, dann hole ich euch ein Stückchen näher ran und dann machen wir mal Mascara dran. Auf dieser Seite werde ich die Manakada Mascara verwenden und auf dieser Seite die Too Faced Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Dadurch, dass ich jetzt natürlich so einen dicken Eyeliner habe, sieht man die Mascara jetzt nicht so intensiv, wie man sie normalerweise sehen würde. Die Manakada Flutter Mascara ist schwierig, deswegen mache ich mir gleich auch noch eine Schicht von der Too Faced drüber. Ich wollte euch das nun mal eben kurz zwischenzeitlich zeigen. Die Too Faced mag ich, die kenne ich ja auch schon länger. Da haben sich jetzt nur die ganze Zeit irgendwelche Glitzerpigmente von diesem Lidschattengedöns drin verfangen. Ansonsten ist es eine richtig, richtig gute Mascara, ne? Da gibt natürlich auch die L'Oreal. Gott, die haben so viele mit Air und Volume jetzt aktuell, ne? Nicht die, ja, wobei die Air Volume, die ist auch so von der Art. Das ist ja die Neuauflage von der Paradise Ecstatic und der Lash Paradise. Also sehr, sehr vergleichbar, ne? Kann man auch alternativ sehr gut verwenden. Die Manakada Mascara greift halt nicht richtig. Dadurch, dass die vorne und hinten einfach zu dick ist, kriegst du die Wimpern nicht wirklich gegriffen. Und dementsprechend auch nicht wirklich getuscht. Und das ist dann natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man seine Wimpern Wawarum-mäßig getuscht haben möchte. Klar, dadurch, dass sie jetzt drei Schichten von der Manakada hatte und jetzt nochmal eine Schicht von der Better Than Sex, ist es natürlich super intensiv jetzt, ne? Aber, ja, dann gleiche ich an dieser Seite auch noch ein bisschen aus. Aber die Manakada-Mascara wird nicht bei mir bleiben, weil ich das Bürstchen echt doof finde. Genau. Und dann macht es für mich eher wenig Sinn, ne? Naja, aber so ist es auf jeden Fall ein tragbarer Look jetzt auch mit Eyeliner und Mascara. Sieht es nicht mehr ganz so, also ich meine, wie sich meine Augen im Laufe des Videos jetzt verändert haben, ist ja echt Wahnsinn, oder? ja, das waren echt Rettungsversuche auf allerhöchstem Niveau, Leute. So, dann hatte ich diesen Lippi in der, beziehungsweise, ne, den habe ich schon vorher gehabt, aber den habe ich dann quasi nochmal drin gehabt. In der Glossy Box Young war der mit drin, genau. Das ist ein schönes Rot und ich überlege, ob ich mir wirklich das Rot drauf mache oder ob ich mir von Riva Loves Me, das hatten wir nämlich auch in dieser Dahlia Limited Edition Box, Matitude Long Lasting Lip Kit Matte Liquid Lipstick und Lip Liner in der Farbe 01 Simplicity, ob ich das drauf mache. Ich bin schon sehr, sehr nudig unterwegs, ne? Wenn ich das jetzt auch noch drüber gebe, mal gucken. Aber es ist halt für mich jetzt alltagstauglicher, weil ich ja den ganzen Tag noch damit verbringen werde. Ja, ich würde jetzt bestimmt sagen rot, ne? Ah, ich mache mir erstmal den Lip Liner drauf und dann können wir mal gucken. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Liquid Lipstick. Diesen Matitude von Riva Loves Me, diese Lip Liner finde ich ganz schön. Ich kann den Lip Liner, ach Gott, den Lip Primer gerade so von meinen Lippen rollen. Ich glaube, ich hatte ein bisschen viel drauf. Jetzt habe ich super schuppige Lippen, ne? Das lag jetzt natürlich auch am Lip Primer. So sähe das quasi mit der Nude Lippe aus. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, ja, ich mache heute eine Nude Lippe, Leute. Rot, ihr kennt das mit mir und Rot, ne? Ich trage sehr gerne Rot, aber vor allem zur Adventskalenderzeit. Auch wenn ich kein Fan von Liquid Lipsticks bin, mache ich mir jetzt einen drüber, weil das ist jetzt auch für mich so eine kleine Neuheit. Der macht heute eine ganz unspektakuläre, komplette Nude-Lippe.
Also da habe ich jetzt nicht irgendwie einen großen Farbunterschied oder sonst irgendwas, ne? Ist okay, ne? Bisschen langweilig, weil das genau meine Lippenfarbe ist, aber ist okay. Jetzt habe ich noch zwei verschiedene Parfums, die ich jetzt verwenden könnte. Dann habe ich einmal hier eine Parfumprobe von Victor and Rolf, ist es glaube ich, Flowerbomb, Midnight oder Parfum. Das ist dieses hier. Das würde mich auch mal echt interessieren, wie das so riecht und wie das an mir vor allem riecht. Das hatte ich drin. In der Bliss-7-Box war das, genau. Und in der Pink-Box hatte ich hier von Mireille Happiness Fun. Das ist dieses hier. Das würde mich auch interessieren, weil eigentlich, also ich habe das schon gesprüht im Video und fand das super, super angenehm. Und komm, wir geben auf die eine Seite die Happiness und auf die andere Seite die Blumenbombe. Boah, die Blumenbombe riecht sehr intensiv. Wahnsinn, die übertüncht alles. Ja, Happiness ist sehr zurückhaltend, frisch, blumig, angenehm und Flowerbomb. Süß. Oh, ach, geil. Das mag ich auch richtig, richtig gerne. Also das ist schon, das ist richtig geil. Also das mag ich tatsächlich richtig gerne. Ja, Fazit ist okay tatsächlich. Ich werde so den Tag verbringen. Der Liquid Lipstick fühlt sich auch okay an. Das ist jetzt nicht irgendwie, als würde er mir irgendwo reinkriechen wollen oder so. Ja, dieser Eyegloss hat natürlich mich ein bisschen mehr Arbeit gekostet, eigentlich, als ich eigentlich wollte, ne? Aber der Look ist okay geworden. Was sagt uns das? Einfach mal ausprobieren, die Produkte, die man so hat, einfach mal durcheinander durchprobieren und verschiedene Kombinationen testen und schauen, ob einem das gefällt. Ich mag das einfach gerne. Für mich ist es einfach, es macht mir Spaß, wenn ich mich hier hinsetze und einfach neue Kombis ausprobiere. Natürlich lasse ich dann das ein oder andere Produkt mit einfließen, wo ich weiß, dass es funktioniert, wie jetzt zum Beispiel der Eyeliner oder, hatte ich heute noch irgendwas dabei, wo ich wusste, dass es funktioniert? Bei dem Bronzer war ich mir nicht sicher. Das Puder, klar, da war ich mir auch sicher. Das hier war, wusste ich nicht, ob das funktioniert mit diesen ganzen Produkten, aber ich war mir eigentlich relativ sicher, weil es eigentlich eher so ein Glow Mist ist mit Arganöl und Propolis und so. Das sind schon sehr pflegende Geschichten, ne? Dann fühlt sich das Ganze nicht ganz so furztrocken an. Schön übrigens, wenn ich mit der Wand rede und nicht mit der Kamera läuft. Ja, aber mir gefällt es. Ist okay. Es ist jetzt nicht super intensiv, es ist sehr, sehr nudig, es ist sehr zurückhaltend. Aber für einen Sonntag, wo ich jetzt gerade filme, ist es vollkommen in Ordnung. Was werde ich gleich machen? Ich werde mit meinem Freund und Sammy spazieren gehen. Ich werde noch ein schönes Buch lesen von Danny Pelletier. Da bin ich nämlich gerade bei, die Bücher zu lesen. Heute ist Leon dran. Und ihr Lieben, das war's jetzt mit mir und dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!